Guten Morgen und damit herzlich willkommen jetzt hier zum dritten Tag aus Berlin. Es ist jetzt irgendwie gerade 12, ja, glaube ich, genau 12, ich hatte eben mal nachgeschaut. Ich werde jetzt gleich erstmal den Vlog von gestern schneiden, den ihr ja schon gesehen habt. Über den werde ich jetzt gleich erstmal auf dem Mac dort schneiden. MacBook, nicht Mac, da ist mein Handy. MacBook, genau. Und den werde ich erstmal gleich schneiden, weil ich bin jetzt irgendwie gerade erst komplett fertig geworden. Aber ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich das mache, werde ich jetzt erstmal eine Kleinigkeit irgendwie essen, frühstücken, snacken, was auch immer. Bevor ich nachher auch noch in die Stadt fahre, weil ich fahre ja noch in die Stadt wieder rein und das, ich weiß nicht, was ich da jetzt essen soll. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal eine Kleinigkeit hier irgendwie in der Küche zubereiten. Irgendwie Brot oder einen Toast oder irgend sowas. Und ich habe auch noch eine kleine Nachricht für Flo hinterlassen. Ich weiß nicht, ob er das später sehen wird. Ich habe hier einfach mal hingeschrieben, Danny war hier mit einem Smiley. Ich weiß nicht, ob er das irgendwann entdeckt. Wenn ja, dann wird er mich wahrscheinlich noch drauf ansprechen, während ich hier bin. Wenn nicht, sieht er es wahrscheinlich irgendwann später. Aber ich habe mir gedacht, ich erlaube mir mal einen kleinen Scherz, einen kleinen Spaß, dass Danny hier war. Ich habe mir jetzt spontan 3 Scheiben Toast kreiert und werde jetzt quasi erstmal verspeisen und dann mache ich mich auf jeden Fall an den Schnitt des Videos, damit ich auch heute noch ein bisschen was vom Tag habe und nicht jetzt irgendwie so einen kompletten Tag hier irgendwie mit Schneiden verbringe. Und dann kann ich halt wieder schön draußen filmen, das Wetter ist geil, man sieht auf jeden Fall, die Sonne scheint. Und ja, dann fange ich auf jeden Fall gleich an zu schneiden und wir sehen uns dann bestimmt irgendwann so zwischendurch mal wieder. Und ja, bis gleich! So, es ist jetzt gerade 14.50 Uhr. Ich habe hier gerade ein wenig, ich muss jetzt theoretisch auf dem Boden zeigen, ich habe jetzt gerade hier ein wenig gesaugt, weil Flo ist gerade noch auf der Arbeit und ja, dann wird er sich wahrscheinlich vielleicht ein wenig wundern, mal schauen. Und ich muss eigentlich jetzt noch den Vlog von gestern schneiden, den ihr jetzt eigentlich schon gesehen habt. Ich habe jetzt noch kein bisschen geschnitten. Ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten, weil ich heute Abend noch ein bisschen unterwegs bin. Und ja, jetzt werde ich gleich den Vlog irgendwie schneiden und mir ist gerade warm. Fast schon mein Handy runtergefallen. Mir ist gerade irgendwie warm. Ich glaube, ich mache mal jetzt die Gardinen gleich auf. Und dann fange ich mal an, den heutigen Vlog zu schneiden, beziehungsweise den gestrigen ja eigentlich. Ich komme schon ganz durcheinander. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nachher wieder. So, es ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen. Es ist jetzt gleich 7:30 Uhr. Montagabend 7:30 Uhr. Und ich mache mich jetzt gleich wieder auf den Weg in die Stadt. Und dann schauen wir mal, was so abgeht. Hier geht es ja schon fleißig irgendwie ab. Und ja, Video ist jetzt online, was ihr quasi jetzt gestern gesehen habt. Habe ich alles wunderbar geschafft. Bin jetzt mega zufrieden damit. Und ja, jetzt geht es quasi wieder raus in die Stadt. Morgen ist es ja quasi schon soweit. Dann fahre ich jetzt schon zurück nach Hamburg für gerade mal 2 Tage und dann geht es dann nach Köln. Ich habe schon geguckt gehabt nach einem Zug. Ich wollte eigentlich ursprünglich um 5:45 morgens vom Hauptbahnhof fahren. Jetzt fahre ich schon um 5:45 wahrscheinlich vom Hauptbahnhof morgens. Ich muss übelst früh aufstehen und ich denke mal, ich werde am Donnerstagabend, also entweder werde ich übelst lange schlafen oder ich werde abends um 21 Uhr ins Bett gehen, was ich eigentlich nie mache. Ich bin noch am Überlegen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal wieder in die Stadt. So, ein weiterer kleiner Zeitsprung. Es ist gerade mega dunkel. Und zwar war ich ja jetzt am Alexanderplatz und wollte quasi Richtung nach Hause. Allerdings ist die S-Bahn gesperrt gewesen. Und die Alternativen war halt die Regionalbahn. Oder die U-Bahn. Ich habe jetzt die U-Bahn genommen gehabt, bin jetzt irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde oder so durch halb Berlin gereist. Bin jetzt wieder am Olympiastadion, einfach aus dem Grund, weil ich die ganzen anderen Haltestellen, die überhaupt nichts ausgesagt haben, wo es jetzt da quasi richtig ist. Und deswegen bin ich ganz zum Olympiastadion gefahren, weil von hier bin ich ja gestern schon gefahren. Jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die S-Bahn finde. Es ist mega verwirrend gerade und übelst duster hier unten. Und ja, aber die Temperatur ist trotzdem ganz angenehm eigentlich, um hier ein wenig durch die Gegend zu marschieren. Aber ich glaube, ich bin langsam wieder richtig, beziehungsweise weiß jetzt ungefähr die Richtung. Ich lasse mich mal einfach
überraschen, was abgeht. Man denkt irgendwie, ich bin gerannt oder so, bin ich eigentlich gar nicht, weil ich irgendwie so aus der Puste wirke. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. Aber irgendwie bin ich jetzt hier richtig. Hier war ich auf jeden Fall gestern schon. Ich glaube, ich bin richtig hier. Wenn ich jetzt richtig sehe, muss ich, glaube ich, in die Richtung, um zur S-Bahn zu kommen. Da müsste, glaube ich, das Stadion liegen. Ich muss, glaube ich, hier lang. Ich glaube, ich weiß jetzt, dass ich irgendwie ungefähr richtig bin. Okay, ich sehe auf jeden Fall jetzt gerade das Olympiastadion. Das ist nämlich genau hinter mir. Aber ich habe irgendwie jetzt gar keinen Plan, wo ich bin hier. Verdammt. Scheiße. Hä? Ich muss gerade komplett überlegen, von wo ich gestern gekommen bin. Sprich, wo wir gestern lang gegangen sind. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Es sieht nämlich so aus, als wenn ich jetzt komplett bei dem anderen Eingang wäre vom Olympiastadion und nicht der Eingang, bei dem ich gestern war. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jetzt irre ich hier quasi durch die Nacht von Berlin. Oder ist da hinten die Straße? Puh, ich habe null Ahnung, wo ich gerade rumrenne. Oh mein Gott, ich habe den Weg wiedergefunden. Ich habe den Weg wiedergefunden. Es ist übelst verwirrend, weil ich denke mal, ihr seht mich wahrscheinlich jetzt gar nicht, aber ihr hört mich immerhin. Es ist übelst verwirrend hier im Dunkeln. Vor allen Dingen, wenn man aus einer komplett anderen Richtung kommt. Ey. Scheiße, ey. Ich dachte eben schon so übel. Jetzt habe ich mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo lang. Aber jetzt müsste ich wieder genau auf dem richtigen Weg sein. Und ihr seht mich zwar gerade gar nicht. Egal, in welche Richtung ich mich drehe. Ich dachte schon so, shit, ich krieg nichts fürs Video zusammen. Weil ich quasi ja wieder relativ spät unterwegs war. Wie es eigentlich irgendwie jeden Tag bei mir ist. Aber ich weiß jetzt doch, wie ich das Video füllen kann. Jetzt seht ihr mich auch wieder. Und da hinten ist die S-Bahn-Station. Seht ihr sie? Da. Genau da ist sie jetzt. Und da werden wir jetzt gemeinsam hingehen. Puh. Haben wir diese Geduldsprobe auch irgendwie überstanden. Da ich aber gerade so in diesem Redeflow drin bin, kann ich euch nochmal eine kleine Sache erzählen bezüglich der Gamescom. Und zwar hatte liebe Charles mich gefragt, ob er quasi so einen kleinen Zeitpunkt und so einen kleinen Treffpunkt ausmachen möchte, wo man sich mit ein paar Leuten treffen kann, falls ein paar Zuschauer kommen möchten. Und dieser Tag oder diese Zeit ist jetzt immer ab 16 Uhr und zwar ab dem Gamescom Donnerstag und zwar hinter Halle 8. Ich bin ab Donnerstag noch nicht da, ich komme ja erst Freitag. Aber falls ihr Charles kennt und ihr Bock habt, ihn mal zu treffen oder auch noch mehrere Leute, die vielleicht da sein werden und vielleicht auch mich, wenn ich am Freitag da sein sollte, dann kommt ab 16 Uhr Donnerstag hinter Halle 8, beziehungsweise wenn ich da bin, also Freitag dann 16 Uhr hinter Halle 8. Aber Charles wird wie gesagt schon am Donnerstag mit dabei sein. Das war noch eine kleine Sache, die ich auf jeden Fall loswerden wollte. Ansonsten bin ich halt jeden Tag auf der Gamescom ab Freitag, also Freitag. Beziehungsweise Freitag bin ich offiziell da, für Samstag und Sonntag habe ich noch keine Tickets, aber es gibt ja diese Nachmittagstickets. Vielleicht lässt sich da nochmal was machen. Ich bin jetzt auf jeden Fall froh, dass ich es zur S-Bahn geschafft habe und die wartet da unten noch. Die steht auf jeden Fall noch da unten. Ich hoffe, ich kriege noch. Vielleicht sollte ich mich noch ein bisschen beeilen. Wäre natürlich von Vorteil, wenn ich sie kriegen möchte, denn die Türen sind nämlich noch offen. So, ich bin jetzt schon wieder mittlerweile fast zu Hause, also quasi geht es gleich wieder hoch zu Flo nach Hause und ja, das war heute quasi der verrückte Montag und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe jetzt relativ wenige cinematische Szenen gehabt, die ich eigentlich sonst immer öfter drin habe. Ich glaube, diesmal habe ich einfach mehr geredet, einfach aus diesem Grund, dass ich mich da fast verlaufen habe. Ich wusste zuerst echt nicht, wo es lang geht. Ich dachte so, shit, wo geht es jetzt lang und großartig? Googeln kann ich auch nicht, weil ich kein Highspeed-Internet habe. Das heißt, Google Maps lädt relativ kacke und Google an sich kann man direkt vergessen. Und es war schon so ein bisschen creepy, irgendwie so mitten in der Nacht und so überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. War schon eine ganz erstaunliche Sache und da kommt gleich eine S-Bahn. Und ich würde an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dahin, tschüss.